Obst und Gemüse statt Currywurst und Pommes. Für eine gesunde Lebensweise ist eine ausgewogene Ernährung unverzichtbar. Das weiß natürlich auch die Targobank. Ihren Mitarbeitern bietet die Bank deshalb vermehrt gesunde Alternativen zu den klassischen Kantinengerichten. Dabei orientiert man sich an dem Ernährungskonzept der sogenannten Logi-Methode. Es ist eine Thematik, die eher steuert, was sind gute, was sind eher schlechte, günstige oder ungünstige Lebensmittel. Und daraufhin werden wir natürlich in der Kantine zum Teil achten können. Wir führen sicherlich regelmäßig Kantinenchecks durch, um die Qualität der Ernährung, der Nahrungsmittel zu prüfen. Aber wir können das natürlich nicht 100% sicherstellen. Wir bieten ein Gericht an, das nennt sich Vitalien. Das beinhaltet sozusagen Lebensmittel mit besonders guten Nährstoff- und Ballaststoffanteilen, sodass wir da unseren Mitarbeitern zumindest die Chance geben, neben Currywurst und Pommes sich auch gut zu ernähren. Wir haben eine Salatbar, wir haben einen Wok, der auch immer frisch zubereitete, leichte Gerichte mit leichten Soßen herstellt. Von daher kann jeder Mitarbeiter wirklich die Chance nutzen, sich jeden Mittag gesund zu ernähren. Im Rahmen ihres betrieblichen Gesundheitsprogramms SAVA setzt sich die Targobank in vielen Bereichen für eine gesündere Lebensweise ihrer Mitarbeiter ein. Mit dem erhobenen Zeigefinger will man dabei aber nicht vorgehen. Aber es hilft natürlich nichts, lehrmeisterlich zu sagen, ernähre dich gesund, los geht's, sondern wir helfen den Mitarbeitern tatsächlich, selbst in Erfahrung zu gehen, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich. Wir arbeiten da ganz gezielt mit der Technikerkrankenkasse zusammen. Die wiederum stellen uns Profis zur Verfügung, die mit unseren Mitarbeitern in den Dialog gehen, um in verschiedenen Programmteilen tatsächlich zu erarbeiten, muss ich meine Ernährung umstellen und wenn ja, wie mache ich das denn tatsächlich? Den theoretischen Rahmen dazu bieten Ernährungsworkshops. Kursleiterin Heike Stumpf klärte in einem solchen die wichtigsten Fragen zum Thema gesunde Ernährung. Ohne konkrete inhaltliche Vorgaben orientierte sich die Diplom-Ökotrophologin vor allem an den Befindlichkeiten der Kursteilnehmer. Man hört ja mittlerweile sehr, sehr viel auch in den Medien, die halt sehr viele Ernährungsmythen verstreuen, sicherlich auch sehr viel Unsicherheit mitbringen, um letztendlich ein Stück weit aufzuklären. Und je nachdem, wo halt jeder sich auch aktuell befindet. Das heißt, aktuell steht auch in seiner ganz persönlichen Ernährungsweise, sodass er ein Stück weit auch seine ganz persönlichen Fragestellungen geklärt bekommt. Gerade im bewegungsarmen Büroalltag ist es wichtig, auf die Ernährung zu achten. Mit Workshops wie diesem wird die Targobank ihren Mitarbeitern auch in Zukunft den Weg zu einer gesunden Lebensweise ebnen.